Da öffentliche Verkehrsmittel in Japan sehr teuer sein sollen, habe ich gedacht, ich stelle euch heute mal eine günstige Option vor, um mit dem Zug von A nach B zu kommen. Das Seishun Juhachi Ticket. Dieses Ticket kann man zweimal jährlich in Japan erwerben. Einmal im Winter und einmal im Sommer. Das Ticket beinhaltet 5 einzelne Tickets, mit denen man jeweils einen ganzen Tag lang unbegrenzt mit den lokalen Zügen fahren kann. Dabei ist das Ganze nicht auf eine Person beschränkt, sondern man kann diese 5 Tickets unter Freunden aufteilen. Man kann also entweder 5 Tage alleine mit dem Ticket oder an einem Tag mit 5 Freunden zusammen unterwegs sein. Oder irgendwas dazwischen, so wie ich das gemacht habe. Ich bin mit dem Ticket nach Kyoto gefahren, habe zu zweit einen Tagestrip nach Osaka gemacht, bin dann von Kyoto nach Tokio gefahren und am Ende von Tokio wieder zurück nach Kofu. Das Ticket ist so gut wie an jedem Bahnhof zu erwerben und kostet nur 11.850 Yen. Ein einzelner Tag unbegrenzt Zugfahren kostet mit dem Ticket für eine Person also nur 2.370 Yen. Im Vergleich dazu hätte die Fahrt nach Kyoto allein über 6.000 Yen gekostet. Damit ist der klare Vorteil dieses Tickets der günstige Preis. Außerdem kommt man ein wenig in Japan herum und kann verschiedene Landschaften und Gebiete sehen. Auf dem Weg nach Kyoto bin ich zum Beispiel von Yamanashi durch die Präfekturen Nagano, Aichi, Gifu und Shiga gefahren. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass man nicht zuggebunden ist und auch mal aussteigen kann und irgendwo einen kleinen Zwischenstopp einlegen kann. Jetzt fragt man sich natürlich, ob es auch Nachteile an diesem Ticket gibt. Und ja, die gibt es. Da man nur mit den lokalen Zügen fahren darf, ist man oftmals sehr lange unterwegs und muss mehrmals umsteigen. Die Fahrt von Kyoto nach Tokio zum Beispiel hat ungefähr 9 Stunden gedauert und beinhaltete 5 Umstiege. Mit dem Shinkansen ist man dann nur ungefähr 3 Stunden unterwegs. Jedoch bezahlt man dann auch mindestens das Dreifache. Außerdem kann man mit dem Seishun Juhachi nicht durch die Ticketautomaten gehen, sondern muss das Ticket immer von einem Bahnhofsmitarbeiter kontrollieren lassen. Und das kann ab und zu mal 1-2 Minuten länger dauern. Wenn man aber mal bereit ist, etwas mehr Zeit einzuplanen und mit dem Seishun Juhachi Ticket unterwegs ist, kann man für einen recht günstigen Preis sehr viele Orte in Japan besuchen und auch mal ein paar ländlichere Bahnhöfe entdecken. Für alle, die zufällig mal in Japan sein sollten, wenn das Seishun Juhachi Ticket verfügbar ist, packe ich einen Link zu allen Infos in die Videobeschreibung. Ich kann euch das Ticket nur wärmstens empfehlen, denn denkt immer daran, der Weg ist das Ziel. お降りのお客様は前売り車両の一番前のドアをご利用ください。この列車は普通列車の中津川行きワンマン列車です。